Ich war in der Gegend und dachte, ich fahr vorbei. Ich weiß, dass dein Auto in der Werkstatt ist und ich glaube nicht, dass du einfach so um 5 Uhr morgens eine einstündige Radtour machst. Wischt. Du kennst mich einfach zu gut. Warum bist du hier? Spar dir den Smalltalk. Wir sind beide aus demselben Grund hier. Das glaube ich nicht. Das heißt, du bist nicht hier. Genau hier, weil das immer unser Platz war. Nein, dann geh! Los, hau einfach ab! Ich bin wegen dir hier. Wieso denn meinetwegen? Du bist seit Wochen in dich gekehrt. Du musst mit deinem alten Leben fortfahren. Wie soll ich jemals weitermachen? Ich verstehe dich. Tust du nicht. Du machst dich selbst kaputt. Alles, was passiert ist, daran bist du nicht schuld. Stimmt. Wir sind schuld. Das stimmt nicht. Sie hat es aus eigenem Willen getan. Aber wir hätten für sie da sein sollen. Dann, als sie uns am meisten gebraucht hat. Wo waren wir vor einem Monat, als Emma hier stand? Tu das bitte nicht. Wo waren wir? Auf Theos Party. Was haben wir da gemacht? Getrunken. Falsch. Was haben wir gemacht? Wir haben sie im Stich gelassen. Wir haben unser Ansehen an der Schule höher gestellt als unsere beste verdammte Freundin. Das stimmt nicht. Wie viele verpasste Anrufe? 20. Was haben wir gemacht, als wir das gesehen haben? Weitergetrunken. Lüg mich nicht an! Wir haben gedacht, sie will bloß wieder Aufmerksamkeit. Sie hat sich anscheinend völlig kalt gelassen! Denkst du, mir wäre das egal? Denkst du, mir ist es unwichtig, meine beste Freundin verloren zu haben? Denkst du? Das Bild von ihr. Wie sie sich hier runterstürzt und ihr Kopf unten in 1000 Stücke zerspringt, würde sich nicht immer, immer und immer wieder vor meinem inneren Auge abspielen. Wie kannst du denn einfach so weitermachen? Weil sie es so gewollt hätte. Das kannst du nicht wissen. Doch. Wäre sie noch hier, wenn wir gekommen wären? Vielleicht. Wir haben versagt und das müssen wir akzeptieren. Aber Emma hätte niemals gewollt, dass wir uns wegen ihr zerstören. Sollen wir sie jetzt einfach vergessen? Nein! Nein, auf keinen Fall! Aber wir müssen aufhören, Dinge hinterherzutrauern, die wir nicht ändern können. Emma wird uns für immer in Erinnerung bleiben. Ihr Vermächtnis sollte nicht davon geprägt sein, wie ihr Leben geendet hat, sondern warum sie so ein fantastischer Mensch war. Sie hat sich für uns eingesetzt. Lass uns das jetzt nicht einfach wegwerfen. Thank you.